CDV für die Opernwerkstatt. Ein weiterer Gast hier heute an diesem etwas unwirklichen Vormittag im Rittersaal. Vielleicht einfach mal kurz selbst vorstellen. Wer bist du? Ich bin Thomas Zerk. Thomas, was machst du hier in Heidenheim bei den Opernfestspielen? Ich bin der Assistent vom Assistenten. So kann man das sagen, ja. Du hast mir gerade erzählt, dass du auch ja in diese Richtung gehen wirst. Das heißt, du wirst im Herbst ein Studium anfangen. Erzähl einfach mal, was machst du dann? Ja, also ich werde im Herbst nach Ludwigsburg gehen, im Oktober, und Schauspiel studieren. Ja. Gut, wir haben uns gerade schon mal kurz drüber unterhalten. Wie bist du dazu gekommen? Du hast ja schon ein bisschen Schauspielerfahrung. Ja, also wie das, also wie so der normale Werdegang ist, man denkt sich, ja, Schauspieler, dann macht man Schultheater, und dann sagt die Deutschlehrerin im Theater gibt es einen Jugendtheaterclub, dann geht man da hin und dann fängt man an zu spielen. Okay, also ich habe gerade schon gemerkt, das macht dir wirklich Spaß. Was denkst du, was kannst du hier mitnehmen in Heidenheim? Was ist so das, was hier für dich vielleicht übrig bleiben wird nach den ersten paar Tagen, die du jetzt dabei bist? Ja, zuallererst kann ich mich natürlich mal an Baden-Württemberg gewöhnen, weil werde ich ja die nächsten 3 Jahre wohnen, an die Berge. Und was Theater speziell angeht, kann ich hier einfach mal sehen, wie in der Oper gearbeitet wird. Ich kann mir das Ganze, also den Entstehungsprozess eines Stückes von der anderen Seite angucken, also vom Regietisch. Also ich sitze zwar nur ganz außen, aber ich sehe halt, was da passiert. Im Gegensatz zu der anderen Seite des Schauspielers, der immer nur die Stücke mitbekommt, wo er denn dabei ist, wie das inszeniert wird. Und hier hat man halt den Gesamtprozess. Also man sieht von der Konzeption bis zu den Proben musikalisch und wie das alles zusammenwächst. Das ist hier verhältnismäßig überschaubar. Dein Eindruck hier von der Spielstätte, vom Rittersaal hier auf Schloss Hellenstein? Ja, rustikal. Also es ist, ist ein sehr schönes Ambiente, gerade für so ein Stück. Also ich komme aus Schwerin, da sind auch Opernfestspiele, die sind ein bisschen größer. Deswegen war ich leicht überrascht, weil für mich Opernfestspiele immer riesig waren. Aber ich finde es sehr gemütlich, und gerade hier in der Ruine, das passt einfach. Das ist so der Charme, den Opernfestspiele draußen immer haben, das Drumherum. Und das ist mit dem Stück quasi verwächst, und es ist eine schöne Atmosphäre. Okay, erzähl mal, was steht heute noch an? Also wir proben jetzt mit dem Herrn Stoll, der jetzt seine erste Probe hat, zumindest seine erste szenische Probe. Und dann geht es heute Abend weiter mit dem Cavarandossi heißt er, und den Toscas. Ja, also wir sind noch am Anfang. Okay, wir sprechen uns später nochmal. Danke dir. Bis dann.